Einen wunderschönen guten Abend an alle ZuhörerInnen und Lauschende da draußen. Ganz wunderschönen Abend wünsche ich euch. Und ganz wunderschönen Abend natürlich auch den beiden Personen, die heute wieder mit mir spielen werden. Das ist zum einen, die sind übrigens getauscht, das muss ich noch korrigieren. Das ist zum einen Metal Muffin, heute wieder Yuri spielt. Und zum zweiten haben wir natürlich Frau Nerdy Cookie, auch heute wieder als Dunja. So, und jetzt haben wir euch gleich getauscht. Kurzen Augenblick, bis ich meiner Unfähigkeit. Na. Alles gut. Man macht dieses Programm nicht so, wie ich will. Ah, kommen wir der Sache näher. Was jetzt? Nein. Nein. Okay, also wo muss ich hin? Das ist alles Absicht. Wir achten darauf, Also ob die Streamer das ist merken. das war ein geplantes komödiantisches Element, das Ja. hier den Stream zur Auflockerung diente. Denn wir werden heute in harte Themen steigen oder so. Nee, tatsächlich wird es wieder, auch heute wieder märchenhaft. Wir werden weiter das Abenteuer rund um den wundersamen Weißfuchs spielen, wie wir beim letzten Mal begonnen haben hier in dieser Runde. Und in der sich die Kindheitsfreunde Dunja und Juri auf dem Weg aus ihrem Dorf Orlik gemacht haben, in dem eine seltsame Krankheit die Tiere des Dorfes befallen hat. Und von der Hexe des Dorfes, von der Witwe, von der alten Witwe, die die alte Weberei immer noch betreibt, haben sie erfahren, dass es hier hoch im Norden im Sternenwald einen Weißfuchs geben soll, der in der Lage wäre, auf magische Art und Weise Krankheiten zu heilen. So haben sie sich aufgemacht und sind schließlich sogar in den Sternenwald hineingegangen. Haben schon ein paar kleinere Abenteuerchen, nennen wir es mal, erlebt und waren gerade im Begriff, beim letzten Mal sich in einer Baumkrone, die im Sternenwald überall innen leuchten und funkeln, so als wären die Sterne irgendwie in ihnen verborgen. Ja, diese Baumkrone zu erklimmen, um sich dort für die Nacht ein Lager zu suchen, im Schutz der Dunkelheit und im Schutz der Blätter, nicht von den Wilderen, die sich auch hier im Wald bewegen, gesehen zu werden. Und gerade als Dunja die Baumkrone erreicht hatte, hörte Juri neben sich die Stimme eines kleinen Mädchens. So, von hinten, was macht ihr da? Fragte. Und Guck Juri runter. fährt wahrscheinlich rum und du siehst hinter dir das Mädchen mit so schwarzen, blonden, leicht filzigen Haaren, mit klaren blauen Augen und freundlichen Gesichtsausdruck, die Hände beide so hinterm Rücken versteckt, mit einem, ja, du würdest sagen, so einem weißen, irgendwas zwischen einem Kleid und einem Nachthemd, also ein weiter, weißer, wallender Stoff, an den Füßen, die nackt sind. Ja, siehst du, dass das wohl offensichtlich zu groß für sie ist, sich zum Teil halt einfach durch die Nutzung abgerissen hat. Zum letzten 30 Meter so quasi in Fetzen an ihren Beinen herabhängen. Aber trotzdem ist das Kleid oder das Hemd, wie auch immer man es jetzt bezeichnen möchte, ganz strahlend weiß, so weiß sogar, dass es so zu glitzern scheint. Und es guckt dich eben neugierigen, wachen Augen an. Ortet euch, steht neben euch und fragt, was macht ihr da? Ich stehe da so ein Bein halb erhoben, die Hände noch am Stamm, so ein bisschen verdreht. Weiß ja auch noch, dass die Jäger uns auf den Fersen waren. Fürchte immer noch, aber wer weiß, ob die jetzt nicht vielleicht gleich aus dem Unterholz brechen. Ich schaue mich auch noch mal um, sehe aber in der Dunkelheit nicht so viel. Guck dann noch mal zu der Kleinen.
Wir spielen Verstecken. Ja, ich guck mal Und runter. da sind noch ein paar Leute im Wald und von denen wollen wir auf keinen Fall gefunden werden. Ich finde, möchtest du mitspielen? Es geht nur darum, dass man nicht gefunden wird. Genau. Und wir finden, dass dieser Baum perfekt ist, deshalb wollen wir uns oben in der Baumkrone verstecken. Hoch so ein bisschen. Und ich Ein zeige so ein bisschen. bisschen zu Dunja hoch. Meine Freundin Dunja, die ist schon da oben. Ja, Juri, komm. Also ich sag das natürlich. Also, Juri, komm hoch. Und guckst so zu den Mädchen und kneifst du die Augen zusammen, weil das ist ja schon ziemlich hoch. Und denkst so, steht da jemand? Oder ist Du das eine siehst sie auch. Statue? Also Ist zumindest siehst du das... dieses Okay. strahlend weiße, glitzernde Hemd. Und bring das strahlende, glitzernde Hemd mit. Kommt, hier oben ist genug Platz. Aber wäre es dann nicht klüger, wenn sich jeder woanders versteckt? Nee, das ist nicht klüger, weil, wie gesagt, so kann man ja zusammen dann einfach an einer Stelle sein und beuge mich so leicht runter, um Juri halt zu helfen, dass er hochkommt. Das ist viel lustiger, wenn man in einem Versteck mit mehreren Leuten ist. Weil dann ist ja auch die Chance viel größer, dass man nicht gefunden wird. Und vor allem müssen wir uns da nicht noch gegenseitig später suchen. Da habt ihr recht. Ich strecke so die Hand aus, um ihr zu helfen. Sie sieht ja wesentlich kleiner aus, auch wenn ich mir Ja, nicht ganz du sicher würdest sie bin. so auf 12, 13 oder so Ja. schätzen. Nicht mehr so Grundschulalter, aber. Mich beschleicht so eine Ahnung an diesem Mädchen mit diesem glitzernden Kleid. Ist wahrscheinlich einiges nicht so, wie es scheint. Aber gut. Vielleicht ist es ja ungefährlich. Das hoffe ich erstmal. Zumindest schätze ich momentan das, was hinter uns durch den Wald bricht, als gefährlicher ein. Und ich strecke so die Hand entgegen und versuche, ein besonders nettes Lächeln aufzusetzen. Sie mustert euch immer noch so ein bisschen kritisch. Scheint nicht so ganz überzeugt von dem Vorschlag, den ihr da gerade unterbreitet. Er hat ja bisher ja, so die Hand ganz neugierig oder beide Hände so hinterm Rücken verschränkt oder zumindest hinterm Rücken gehalten. Lässt jetzt mehr so baumeln. Ihr seht, dass die Hand, Hände baumeln lässt, dass sie in einer Hand ein Büchlein, Foliant hat, also so eine Ledermappe, in dem ihr auch seht, dass da mehrere Zettel drin sind. Wirkt ziemlich abgenutzt und ja, alt. Einfach. Ich konnte jetzt nicht genau sehen, was das ist. Scheint so einem kleinen Lederband auch quasi gesichert. Und das seht ihr, hat sie so eine Seite. Ich glaube, ich habe keine Lust auf dieses Verstecken. Außerdem müsste ich ja dann erst noch die anderen finden und Bescheid sagen. Das dauert voll lange, weil der Wald ist super groß. Was für andere? Und ich streckst so die Hand zu Juri und sag so, Aber Juri. wenn ihr euch versteckt, ruft sie doch zu dir hoch, Ich dann muss es doch irgendjemanden geben, den man sucht. Und wenn ich mitspiele, dann muss ich doch Bescheid sagen, sonst wissen die gar nicht, dass ich mich verstecke. das ist ein besonderes Versteckspiel. Sie sollen ja gar nicht wissen, dass wir uns vor ihnen verstecken. Das ist eine neue Variante und dabei geht es darum, dass man so leise wie möglich ist. Das ist eine ganz neue Variante bei uns im Dorf, deswegen kennt ihn noch keiner. Euch im Dorf. Ja, bei uns im Dorf. Also sie flüstert jetzt mehr, also Juri ist ja noch unten, wenn ich das richtig verstanden habe. Flüsterst du dann dir zu. Aus welchem Dorf kommt ihr denn? Ist schon eine kleine Reise, weit weg. Orlik heißt unser Dorf. Das kenne ich nicht. Orlik ist richtig schön. Wir haben eine ganz, ganz tolle Mühle bei uns im Ort.
ist eine Mühle. Eine Mühle ist ein Haus mit, und ich versuche mit den Händen Windmühlenflügel nachzumachen. Also es ist ein Haus, dann sind vorne dran Windmühlenflügel. Und dann fällt mir ein, das wahrscheinlich weiß ich gar nicht, was das ist, aber es ist egal, ich versuche das mit den Händen zu zeigen. Der Wind dreht das und damit können wir dann Korn mahlen. Sie hat es nicht verstanden. Dunja, du kannst Ihr besser hört malen aber als auch, dass ich. irgendwo, ihr seid ja so am Rande einer Lichtung und an einer Lichtung, auf der ein Hügelgrab liegt. Und seht auch, dass ein Weg auf diese Lichtung führt. Ihr habt das schon gesehen. Und hört aus der Richtung grob dieses Weges rufen, das sich nähert. Also, wie wäre es, wenn du erst hoch, also ich bin Dunja, flüstere ich runter zu dem Mädchen. Ich bin Dunja. Wie wäre es, wenn wir uns oben hinsetzen, die Sterne anschauen und ich erkläre dir in Ruhe, was eine Mühle ist und erzähle dir alles von unserem Dorf. Außerdem, Bitte. Dunja kann das auch malen. Sie kann dir ein Bild von einer Mühle zeichnen. Ich bin nicht so gut im Zeichnen. Oh, das klingt toll. Sehr Aber gut. dafür musst du. Ich halte ihr noch mal die Hand hin. Ich kann dir eine Räuberleiter machen. Sie drückt den Foliant in die Hand und fängt an, sehr geschickt, das mit dem Baum zu erklimmen. Gut, dann komme ich einfach nach, wenn du oben bist. Ja, ich rück so ein bisschen auf Seite, damit das Mädchen auch genügend Platz hat. Ja. Setzt sich so ein bisschen von dir entfernt auf einen relativ dicken Ast, so zieht die Beine ran. Schön, dich kennenzulernen. Juri, jetzt mach schon. Ich schaue mich noch mal schnell um. Ah, diesem Fuchs will er das zeigen. Jetzt will ich schon sehen, was er davon hat. So Tiere sind immer noch. Hört ihr? Gib richtig Fersengeld und beeile mich so schnell wie möglich, diesen Baum hochzuklettern. Ich bin dabei, glaube ich, etwas weniger geschickt als die Kleine, aber ich gebe mir Mühe, Ja, möglichst also schnell an der rauen Rinde. Juri wird es schaffen, vor allem auch wenn Dunja dann noch anpackt und hilft, mich mit hochzieht. Bin ich froh, dass du nicht so viele Pasteten gegessen hast. Ja, Ja. ihr hört, wie die Geräuschkulisse sich immer weiter nähert und seht dann aus eurem Versteck, das Mädchen neben euch bleibt auch still, während das alles passiert. Seht ihr so im Dunkeln der Nacht Gestalten, nicht große Männer, auf die Lichtung kommen und sich in Richtung dieses Steinaltars, den es da gab, bewegen. Ihr hört die Stimmen, die euch bekannt vorkommen, aus der Taverne, die vor dem Wald lag. Auch das Gelalle, das mit ihnen einhergeht, ist euch ganz gut vertraut. Diese Fuchsei, sie schnappen uns dieses Mistvieh und dann soll's seine verdammte Magie wirken. Hört, wie die anfangen, die Opfergaben oder die Geschenke, die dort für den Weißfuchs wohl ausgebracht wurden, die anfangen, die zu durchsuchen. Und, siehst du, mein Topf hat er genommen. Mein Topf hat er genommen. Das war ihm gut genug. Und ich will ihn zurückhaben. Oder er fügt seine verdammte Magie. Da wird er drin sein. Zeugt auf diesen Grabhügel zu dem anderen. Und fängt an, seht ihr, er geht nicht in eine gerade Linie, sondern so Schlangenlinien zu diesem dicken Stein vor dem Grab. Ist er, guck, guck! Andere. Torkelt noch ein bisschen schlimmer hinterher, hat auch noch gar nichts gesagt. Er kommt, das ist so der Typ, der dann halt mitkommt und viel zu besoffen ist, dass er noch irgendwas merkt. Der kommt da halt so hin, ihr seht so die Silhouette, die sich so dahin bewegt. Der andere Typ wartet auf ihn, lehnt da so an diesen großen Stein, zeigt dann, da ist ein Loch, da wird er drin sein. Dann
fängt er an, sich so gegen den Stein zu lehnen. Das ist ein riesiger Stein, er kann sich nicht bewegen. Er hört aber das. Lief doch mal mit, du fauler Hund! Er lehnt sich gegen den Stein. Das hilft nicht wirklich, aber beide versuchen dann zu drücken. Passiert nichts. Und irgendwann hört ihr so ein Schnarchen von dem, der bisher noch gar nichts gesagt hat. Hast du Sack eingepennt? Ach, sein Mist. Torkelt er wieder zurück zu dem zum Opfer und fängt an, da wieder zu wühlen. Ihr seht nicht genau, was er da macht. Und verdammter Reißzucks und verdammt sei deine Magie, du kannst gar nichts, du Schutzpatron von meinen. Torkelt von der Lichtung. Hört ihn noch eine ganze Weile, wie er vor sich hin flucht, als er wieder in Richtung der Taverne wohl marschiert. Irgendwann ist der rüppelnde Ton. Und ihr hört noch so ein das von dem Stein her schallt. Die haben uns nicht gefunden. Super, das ist toll. Also, ich wollte dir erklären, was eine Windmühle ist. Und Dunja fängt an, nochmal ganz kurz zu erklären im Flüsterton, wie man, was eine Windmühle ist, der Kleinen. Während sie dann runterschaut und so zu Juri meint, oh, Erwachsene haben absolut kein Benehmen, ey. Guck dir das mal an. Und sie zeigt dann nur so auf diese Opferstätte, wo die Betrunkenen ja rumgewühlt haben. Oh, warum sind die denn alle gegen den Weißfuchs, Juri? Ich verstehe Ja, das nicht. wenn die sich immer so benehmen, wundert es mich nicht, dass der denen nicht hilft. Exakt meine Sonst Rede. haben sie es ja gar nicht besser verdient, wer sich so benimmt. Also das ist nicht sehr höflich. Und du, wo kommst du eigentlich her? Also Dunja guckt das Mädchen jetzt genauer an und stellt sich auch vor, ich bin Dunja und du bist? Ich bin Lenker, mag Lenker. Lenka, ja, das ist doch ein schöner Name. Ja, Lenka, deswegen also. hab ich ihn hier gerade genommen. Ja, okay. Und wohnst du hier in der Nähe? Jetzt gerade wurde ich hier. Kann ich mein Buch wieder haben? Dunja guckt so auf das Buch ein bisschen, ob sie was auf dem Einband oder so sieht, Es sowas ist weiß ich. einfach ein Ja, Stück nur Leder, Leder. das um ganz viele Blätter gelegt wurde und ja, tatsächlich mit so einem einfachen Lederband auch zusammengebunden wurde. Ja, Dunja zeigte ihr Zauberbuch, aber auch nur so von außen halt einfach. So von wegen, guck mal, ich hab das und du hast auch, also du hast auch ein Buch. Das habe Juri, ich. steht es? Ja, das. Ja, das habe ich gefunden. Oh, cool. Wo findet man denn sowas? In Also ich habe meins auch gefunden. einer Hütte. Oh, ist die Hütte hier sehr weit weg oder ist die hier in der Nee. Nähe? War erst vor ein paar Stunden da, aber dann dachte ich, es wäre ganz gut zu gehen. Waren da auch so komische Erwachsene? Nee, da war gar niemand. Sah auch schon so aus, als wäre da schon lange keiner mehr gewesen. Dunja blickt zu Juri und flüstert: Hey, hat die Mascha uns nicht erzählt, dass die. Nein, gar nicht wahr, es war nicht Mascha. Haben wir nicht in der Taverne gehört, in der Gaststätte, dass die Hexe in einem alten Haus leben sollte? Dunja guckt so zu Juri rüber. Und sie deutet dann so auf das kleine Mädchen und macht. Juri reibt sich nachdenklich die Nase und schaut die Kleine mal ganz eindringlich an. Ich würde mich konzentrieren, ob ich vielleicht was Magisches erspüren kann. Weil irgendwie habe ich da, mich juckt es an der Nase. Wenn es mich an der Nase juckt, dann ist meistens irgendwas Seltsames los. Ja, du So ist konzentrierst fast wie dich bei so der Kröte. ein bisschen auf das junge Mädchen.
oder auf das Mädchen und horchst mal in deine Nase hinein und findest dieses Kribbeln in der Nase. Und Riecht an der Nasenwurzel. Oh. ja, so sie ist jetzt nicht magisch, also so ein ganz schwacher Schimmer von Magie liegt irgendwie auf und um ihr. Vielleicht wäre es gar nicht schlecht, doch noch mal zu dieser Hütte zu gehen und uns das selbst anzuschauen. Dunja kratzt sich so ein bisschen am Kopf, zeigt so auf den Sternenhimmel, guckt wieder so runter, weil sie dann den Baum runterkrabbeln muss. Und sie merkt halt auch, also wie gesagt, ich finde, das ist ja eine super Idee, aber wir sind gerade so, also du weißt schon, wem entkommen. Vielleicht morgen Ja. früh, ja, du hast recht, da waren ja noch andere im Wald. Also das sind die, die uns suchen, ja, aber die uns nicht finden dürfen, weswegen das eine neue Variante unseres Suchspiels ist. Ja. Bei dem man besonders leise sein muss. Ja, ich habe mich erinnert. Ja. Aber mich eben gefragt habe, wann ist das Spiel vorbei? Wenn die Sonne aufgeht. Ach so. Ja, das macht ja am meisten viel Spaß, wenn es dunkel ist, weil dann sieht man einen ja nicht so offensichtlich und deswegen macht das. Das ist ja auch ein Teil unserer neuen Variante. Das macht es auch nicht. Ich wühle noch mal in meinen Vorräten und noch eine von den Pasteten hervor. Guck die Pastete an, guck Dunja an, guck Lenka an. Nimm mein Dolch, teile die Pastete in drei gleiche Stücke Du bist die biete Beste. den Mädels zuerst was an. Dunja nimmt ein Stück. Oh, die sind lecker. Die haben viele Leute dabei, die hier zu dem, die hier hinkommen. Dem Fuchs greift sich ein. Du bist die Lecker, Beste. auch ein Stückchen. Bitteschön. Dankeschön. Geteilte Pasteten schmecken besser. Zwar nicht länger, aber besser. Ich frage mich jedes Mal, wie du das hinkriegst, dass du irgendwie, du bist sowas von begabt. Wenn ich nicht daran denke, dann kommt auf einmal bei dir Pastete. Also, du bist die Beste überhaupt. Das tut so gut. Das sind die besten Pasteten. Aber Lenka, oder? Das sind die besten Pasteten. Nennt man das Pastete? Ja. Außen knusprig, innen weich und lecker. Ja, und saftig. Sie schmecken sehr gut. Wie gesagt, viele haben das dabei, die hier im Wald unterwegs sind. Was ist denn dein Lieblingsessen, Lenka? Also ich sterbe für Pastete, also sinnbildlich gesprochen. Es ist gar nicht Beeren, denke ich. Beeren. Okay, Ja, das klingt gut. hier gibt es ganz leckere blaue Beeren. Blau. Also, wenn Also, mir. Ja. bald nicht mehr. Im Winter gibt es sie nicht. Oh, okay. Aber dann musst du sie uns zeigen im Frühling oder im Sommer. Wenn ihr dann immer noch Vielleicht hier können. seid. Wir kommen bestimmt mal wieder. Gut. Bestimmt. Könnten vielleicht welche auf dem Rückweg pflücken. Ja, aber es ist Winter, deswegen finden wir ja keine. Ja, Oder? stimmt. Später Herbst. Nein, es ist ja Herbst. Nur die Nächte Das fühlen sich so stimmt. kalt an. Nur die Nächte fühlen sich so kalt an, dass man meinen könnte, es ist Winter. Ja, Dunja kuschelt sich so in ihrem Mantel, guckt dann aber auf das kleine Mädchen und sagt: Möchtest du auch etwas Mantel haben, wenn du dich schlafen legen möchtest? Will gar nicht schlafen. Bin immer nachts unterwegs. Und schläfst du dann tagsüber? Ja, morgens halt. Wenn die Sonne gerade aufgeht, lege ich mich schlafen. Ich mag es Ah. nachts, weil es leuchtet dann alles so schön wie mein Kleid. Naja, Dunja versucht sich zu erinnern, ob sie vielleicht schon irgendwas von diesem Wesen
sowas in der Art, Mythologie, sowas gehört hat. Nee. Er sehr, sehr, sehr guckt so zu Juri und macht nach dem Motto, ich habe keinen Schimmer. Aber wie gesagt, also ich gucke zu Juri und überlege, ob und guck wieder den Baum runter. Guck so Baum hoch, Baum runter, überleg, sollen wir jetzt noch mal da runtersteigen? Und ich höre, ob irgendwelche anderen Geräusche darauf hinweisen, dass noch jemand vorbeikommt. Ein bisschen, ne. Der Wald ist relativ still, oder das Schnarchen von dem da am Hügelgrab dringt leise an eure Ohren. Ich gucke zu Juri. Juri, sollen wir runter oder sollen wir erst schlafen? Schau noch mal so zum Sternenhimmel. Schau noch mal in den dunklen Wald. Der ja Wir gar könnten es nicht so dunkel riskieren. ist, weil die Baumkronen alle so leicht leuchten. Ja. Solange er so laut schnarcht, dass hier die Eichhörnchen von den Baumwipfeln fallen, da denke ich, könnten wir es riskieren, wenn wir leise sind. Ja, okay. Also Dunja legt so ihre Stirn in Falten. Okay. Und sagt, okay, wir würden gerne das Haus sehen, Lenka, wo du das Buch gefunden hast. Meinst du, du kannst uns dahin führen? Ja, wir können einfach den Spuren folgen. Den Spuren, ja. Und ja, sie guckt dann so zu dem Baum und seufzt und denkt sich so, ach, hoffentlich kriege ich das gut hin. Also elegant und leise runterzukrabbeln. Sie versucht halt ihr Bestes, ohne dass sie irgendwie, ja, nicht sich im Mantel verheddert, nicht, wie gesagt, die Hände so schwitzig sind, dass sie abrutscht und versucht so leise wie möglich dann den Baum runterzukrabbeln. Gelingt ja auch. Genauso wird es Juri gelingen, wenn er es versucht. Und Ja. auch Lenka kann es ja behende diesen Baum runter. Und zeigt dann auf eine für euch sehr wahllos wirkende Stelle am Rand der Lichtung. Ich glaube, da marschiert dann ziemlich zügig da in die Richtung. Man kann sie ja im Dunkeln gut sehen, dann Ja, genau, also ja. sie kann man nicht verfehlen, quasi. Folgen wir. Ja, sie beginnt sich so in das Unterholz zu bewegen und zeigt immer wieder mal so auf den Boden. Guckt, da ist eine Spur. Sie sieht tatsächlich, ja. manchmal, wenn der Boden nass genug war und tief genug ist, dass so ein Pfotenabdruck oder teilweise auch mehrere. Interessant. Und Dunja macht sich so Notizen. Und Den bin ich hierhin gefolgt. Wahnsinn. Und Dunja guckt so zu Juri. Sind das nicht Fuchsspuren oder sind das Menschenspuren? Weil, wie gesagt, sie versucht das irgendwie zu identifizieren. Sind es von Menschen oder von dem Fuchs? Und sie ist der felsenfesten Also, das sind Überzeugung, auf das jeden ist ein Fall Fuchs. keine Menschenspuren. Es muss irgendein Tier sein. Ja. Wenn ihr genau hinguckt, ihr habt mehrere Gelegenheiten, das zu tun. Und Lenka wird auch warten, also sie ist jetzt nicht in Eile oder so. Genug Zeit, das könnte ein Fuchs sein. Und Dunja ist total wissbegierig. Ihr Herz schlägt immer schneller und sie denkt sich: Oh mein Gott, der weiße Fuchs und die Hütte, weil sie felsenfest davon überzeugt ist, dass das die Hütte von der Hexe ist, die früher mit dem weißen Fuchs zusammen ja, gelebt hat. Sie ist ja felsenfest davon überzeugt. Und selbst wenn das einfach nur ein Steinhaufen ist mit drei Ästen und einem Blatt, würde sie sagen: Ich habe das Haus der Hexe gefunden. Juri ist dann noch so ein bisschen skeptischer und lässt immer mal wieder den Blick schweifen. Und ist zwar der Meinung, gut, wenn die Pelzjäger uns auf den Felsen wären, die würden wir bestimmt hören. Man weiß ja nicht, was hier im Wald außer dem Weißfuchs und den Pelzjägern noch so im Unterholz
seine Bahn zieht. Tatsächlich begegnet euch auf diesem Weg nichts. Ihr hört natürlich immer um euch herum, dass der Wald auch in der Nacht nicht schläft. Also mal wieder raschelt irgendwo was. Vogel, der sich nochmal von seinem Ast löst, als nahe an ihn herankommt. Ja, aber ist nichts auf dem Weg, was euch auffällt. Tatsächlich ist der Weg auch relativ lang. Ihr seid tatsächlich, wo Lenka gesagt hat, ist gleich um die Ecke. Richtig so eine, ja, fast eine Stunde würdet ihr schätzen unterwegs, bis sich der Wald vor euch auftut und erneut eine größere Lichtung preisgibt, in dessen Mitte ein kleines Häuschen steht, umrundet von einem halb verfallenen, auf jeden Fall baufälligen Zaun, der das Gelände um diese kleine Hütte nochmal so einhegt. Innerhalb des Zaunes seht ihr auch so im Dunkel der sternenklaren Nacht, dass sich mittlerweile hinter diesem Zaun relativ hohes Gras gebildet hat und viele Blumen da irgendwie hinter sprießen. Die Hütte selbst wirkt auch so, als hätte sie schon bessere Tage gesehen, scheint aber noch, ja, also es scheint aber keiner mehr da irgendwie zu leben. Also ihr seht kein Licht in den Fenstern, der Schornstein, der kleine und leicht schiefe, da kommt kein Rauch raus. Scheint also wohl niemand zu Hause zu sein, und wenn, dann hilft der oder diejenige vielleicht. Auf jeden Fall habt ihr hier draußen erstmal keine Zeichen, dass jemand da wäre. Lenker zeigt aber, hier, das ist die Hütte. Dunja kriegt Riesenaugen und haut so zu Juri. Juri, Juri, siehst du das? Siehst du das? Ja, so nach dem Motto, ich kann es nicht fassen. Und ja, wie gesagt, er ist erstmal total erstaunt. Und da hast du das, da hast du den Folianten gefunden, das Buch. Ja, genau. Im Haus oder draußen? Nee, drin. Ich war schon öfter drin. Ist ganz toll drin. Dunja guckt so zu Juri. Wir sollten vielleicht leise mal dahin gehen, weil, wie gesagt, Dunja möchte nicht unbedingt, falls die Hexe doch noch lebt oder irgendwie, naja, ihr Geist, Dunja ist ziemlich abergläubisch. Sie möchte nicht sich unbedingt mit der Hexe sich verscherzen und möchte auch nicht irgendwie als Grabräuber oder so definiert werden. Sie ist da ein bisschen vorsichtig. Vielleicht sollten wir mal gucken, ob da jemand lebt. Also, Lenka, lebt da jemand in dem Haus oder ist das einfach, dass man reingehen kann und da lebt niemand? Ich habe noch nie jemanden da drin getroffen. Guckst du zu Juri? Ich bin ab und an mal da, weil es ist schön da drin und spannend. Spannend und schön. Ja, Dunja ist head over. Also sie will am liebsten direkt reingehen in die Hütte. Sie guckt so zu Juri. Wir können ja mal die Tür aufmachen und reinschauen. Juri ist jetzt von der Hütte nicht ganz so beeindruckt. Da fand er das Grabmal schon abenteuerverheißender als so ein Haufen Steine unten. Vielleicht finden wir da Ja, drin wahrscheinlich schon Pastinen. löchriges Dach, aber er kennt das, dass Dunja da einfach ein anderes Verhältnis zu spannenden Dingen hat. Wenn sie alt sind, dann haben sie für Dunja auch immer Geheimnisse und drei Steine übereinander gestapelt. Da ist sie auch sicher, dass das ist der Anfang eines Feenhügels. Er ist dann manchmal etwas skeptischer, aber Begeisterung steckt an und irgendjemand muss ja auch auf sie aufpassen. Und ja, seine Hand wandert immer mal wieder so ein bisschen Gedanken verloren zu seinem Schwertknauf. Ja, wir sollten reinschauen. Dann wissen wir, Wenn wir ob es schon da so noch weit irgendwas zu gegangen finden gibt. sind,
wenn wir schon so weit gegangen sind. Vielleicht sind da drin ja doch Pasteten oder vielleicht irgendwas Leckeres wie Honig oder so. Weiß nicht, ob ich eine Pastete essen möchte, die da vielleicht schon sehr, sehr lange steht, aber wir schauen nach. Dafür sind wir hergekommen. Also. Und Dunja, nachdem sie gehört hat, dass Juri Go gesagt hat, rennt Richtung Hütte. So nach dem Motto, nach mir die Sintflut. Ich habe wahrscheinlich gerade zu Ende gesprochen und stehe da noch so mit offenem Mund so. Da bist du schon an der Tür. Gut. Du reißt die Tür auf, die tatsächlich mit so einem ziemlich geräuschvollen Quietschen der sich öffnen und aufziehen lässt und gibt einem kleinen, aber behaglichen Raum dahinter ja, gewährt dir die Einsicht darin. Boden und auch die Decke, die du ab und an mal den Sternenhimmel blinzeln siehst, sagen, hier ist deutlich Handlungsbedarf, was Restauration angeht. Aber tatsächlich hängen noch ein paar alte Gegenstände an den Wänden, mehrere Bilder, die eine Frau und einen weißen Fuchs zeigen. Außerdem hängen an den Wänden auch so geknüpfte Teppiche, die einen großen weißen Fuchs darstellen. Es gibt einen Kamin, in dem dann eben der Schornstein erwächst. Siehst auch noch so. So ein Haken, der von oben runter guckt, an dem man wohl einen Topf oder sowas aufhängen kann. Und siehst die Reste, der ist in sich zusammengebrochen eines Tisches. Du siehst die Reste, auch das ist mittlerweile in sich zusammengefallen, eines Bettes. Im Grunde nur noch so ein paar Holzstücken, die so in einer Ecke liegen. Das Einzige, was sich recht gut erhalten hat, ist in der Wenn du reinkommst, rechts von dir an der Wand, in der hinteren Ecke des Raumes, eine relativ massive hölzerne Werkbank, der so mehrere Mörser liegen und da drauf stehen, noch mit Schlüsseln, die entweder drinnen sehen oder daneben auf dem Tisch liegen. Und neben der Werkbank so eine Vorrichtung zum Tonformen, also so ein Drehtisch, den man Fuß antreiben kann. Auch der ist noch sehr gut erhalten, wenn auch schon, ja, komplett das, was noch drauf ist, ist komplett eingetrocknet. Also der wurde schon sehr lange nicht mehr benutzt, siehst du sofort, als du dich guckst, Dunja. Aber der ist im Vergleich zu dem Bett, dem restlichen Interieur noch relativ gut erhalten. Juri, Juri, komm, hier sind Bilder, Bilder. Und sie geht in das Haus rein und geht als erstes zu den Bildern, wo die Dame mit dem weißen Fuchs zu sehen ist. Ich hab dir doch gesagt, das Haus von der Hexe. Guck es dir an. So sieht sie aus. Oh, ist sie schön. Und guck dir mal den Fuchs an. Dunja ist ganz in ihrem Element. Am liebsten würde sie die Bilder malen, wenn sie die Zeit hätte und sie ist also, und guck mal da ist eine Drehscheibe. Moment mal, Drehscheibe. Ding, 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 ding. Wir haben doch in der Taverne diese Tonfüchse gekauft. Und sie guckt auf diese Drehscheibe. Juri, ich hab's. Was ist, wenn die Dame, die die Tonsachen verkauft, die Hexe ist? Juri lehnt im Türrahmen, schaut so ein bisschen zweifelnd auf die Überreste des Bettes und versucht sich nochmal zu erinnern, wie alt die Dame war, die die Tonsachen verkauft hat. Ungefähr in eurem Alter. Ende der Teenagerjahre, Anfang 20, irgendwie sowas. Also das sieht ja hier schon so aus, als wenn die Hexe schon ziemlich, ziemlich lange nicht mehr hier wohnt. Und die sah jetzt nicht so alt aus.
Und er guckt sie so an, sie ist eine Hexe, Alter ist relativ. Und sie presst so das Aber Foto an sind ihre Hexen nicht Brust. alle alt? Hey, hast du jemals eine Geschichte gehört, wo von einer jungen, hübschen Hexe gesprochen wird? Die sind immer alt. Die haben mindestens einen Krückstock und eine einäugige Katze oder eine Kröte. Und Warzen. Aber Dunja guckt sie so an. Aber das ist doch nur, weil Männer diese Geschichte erzählen. In Wirklichkeit sieht das ganz anders aus. Juri guckt zweifelnd zu diesen Wandteppichen und versucht zu erspähen, ob Warzen an der Hexe zu sehen sind. Also wahrscheinlich sieht Auf man dem sowas gar Wandteppich gar nicht. nichts, aber da hängen ja auch tatsächlich gemalte Bilder. Da ist eine Bilder, ja. recht, ja, weder übermäßig schön noch übermäßig hässliche Frau, eigentlich relativ normal dargestellt neben diesem weißen Fuchs. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich weder Warzen noch große Nase oder einen Krückstock in Decke und muss gerade so ein bisschen mal alles, was ich über Hexen jemals gehört habe, so ein bisschen Revue passieren lassen. Gut, vielleicht ist diese Hexe ja keine alte Fettin. Vielleicht ist es auch ihre Tochter. Vielleicht hat sie ein Kind bekommen oder so. Aber Dunja nimmt so ein Bild so nach dem unter ihren Umhang und sagt sich so nach dem Motto, das nehme ich mit. Davon kann sie sich halt nicht trennen einfach. Aber meinst du, wir können das hier einfach so mitnehmen? Dunja guckt so zu Juri, guckt auf den Fotorahmen, überlegt und denkt sich so, da sie ja auch viel über Flüche und Geschichten und seufzend holt sie das Foto wieder hervor, hängt es wieder an die Wand. Du hast recht, Juri. Und wendet sich dann zur Werkbank und guckt, ob da irgendwas in den Schubladen vielleicht, also falls da Schubladen noch an dieser Arbeitsbank, Werkbank sind, ob da irgendwas ist, eine Notiz, Nee, Schub irgendwelche. Schubladen findest du nicht, aber also die Werkbank ist im Grunde nur so ein recht massiver Tisch. Ja. Unter dem Tisch siehst du aber eine Holztruhe. Juri, da ist eine Truhe. Mit Juri einem schaut sich das mal alten genauer an. Vorhängeschloss. Juri, da ist ein Schloss. Ich mag Schlösser nicht. Hört ihr, wie Lenker sich so in dem Raum bewegt und hinter euch durchstiehlt zu dieser Töpferscheibe daneben stellt und mit ein paar kräftigen Tritten diese Scheibe zum Drehen bringt, dann sich im Schneidersitz auf die Platte setzt und dann anfängt zu drehen und dabei grinst. Ich gebe der Scheibe so einen kleinen Schubs, damit sie sich weiter dreht. Schaue mich um, ob ich vielleicht irgendwo einen Haken sehen kann, an dem man einen Schlüssel für diese Truhe vielleicht befestigen könnte. Wenn ich einen Schlüssel wäre, der zu dieser Truhe passt, wo wäre ich dann? Ich überlege so ein bisschen laut vor mich hin. Durch den Raum, ja, da gibt viele Orte, wo man hier einen Schlüssel verstecken könnte. Ist da vielleicht irgendwo noch ein Krug oder so, wo man irgendwelche Gefäße, weil da würde ich jetzt als erstes einmal schauen. Nee, tatsächlich, Gefäße gar keine. Also nichts. Dunja An fängt den an, so den Deckenbalken, Boden zu klopfen. dass man da so an den Deckenbalken oben drauf. Nur Staub. Also die Truhe klingt innen sehr hohl. Also wenn mal was drin ist, es kann nicht viel drin sein. Es kommt relativ. Ja, das Klopfen signalisiert ja halt, da ist viel Luft drin, so. Nicht sehr voll. Und du fängst an, den Raum durchsuchen, Ja. Juri. Währenddessen dreht sich Lenker immer wieder oder immer noch auf dieser Töpferscheibe. Dunja Beobachtet klopft den das, Boden aber ab, ja, ob da irgendwo ein ihr sucht Hohlraum ist. gemeinsam diese Hütte ab und findet aber keinen Schlüssel. Gut. Ohne Schlüssel. Ich nehme mein Dolch und Stocher im Schloss herum und versuche
Ob ich das Schloss damit irgendwie aufbekomme. Das kannst du machen. Ja, dann würfel mal bitte einmal mit Geschicklichkeit, um nochmal kurz zu elaborieren, wie so eine Probe abläuft. Man würfelt mit einem W20 und versucht dabei gleich oder weniger als den eigenen Geschicklichkeitswert in diesem Fall, also Attributswert im generellen Fall, zu werfen. Wenn das gelingt, dann gilt die Probe als geschafft. Wenn man eine entsprechende Fertigkeit hat, dann wird die Probe sogar um 2 erleichtert. Das heißt, man muss einen Attributswert plus 2 oder weniger werfen. Oder man zieht von seinem Wert 2 ab. Das kommt auf selber raus. Oha. Nee. Nein. Ich habe eine 18 gewürfelt. Ich glaube, das wird eher weniger was. Wahrscheinlich rutsche ich sogar noch mit dem Dolch ab und schneide mich. Prökelst du in diesem relativ großen Schloss rum, hört so holst einen sehr schartigen Dolch wieder hervor, ohne jedoch das Vorhängeschloss außer von ein paar Kratzern zum Mitarbeit bewirkt zu haben. Dunja guckt so zu Geschichte. Lenka und sagt: Lenka, hast du vielleicht einen Schlüssel? Was ist ein Schlüssel? Etwas, um etwas aufzuschließen. Sie deutet so auf die Truhe und dann auf das Vorhängeschloss, was zeigt, dass dass Dunja nicht die Tür, die Truhe öffnen kann. Greift sie an ihre Seite. Sie hat den Foliant so an sich gedrückt, während sie sich die ganze Zeit gedreht hat und hält ihn ihr jetzt so entgegen, während sie sich weiter dreht. Und dann wird er natürlich schneller und hört dann, hui! Dunja versucht natürlich, dass Ich kann es dieser nicht heilige lesen, aber Schrift. ich glaube, da ist es ein Schlüssel drin gemalt. Ja, Dunja versucht nach dem Buch zu greifen. Juri, hilf mir doch mal. Nach ein paar Umdrehungen kriegst du den Foliant dann aber zu greifen. Ich hab ihn. Danke, Lenka. Und ja, sie öffnet das. Kannst du lesen? Ich kann nicht lesen. Ich kann lesen, ja, ich Dann kann da lesen. lies mal bitte vor. Ich will wissen, was da drin steht. Ja, Dunja macht die erste Seite auf und hofft, dass es nicht Hangul ist. Also sie hofft, sie kann es lesen. Nee, es ist tatsächlich in deiner Sprache geschrieben. Ja. Dementsprechend kannst du natürlich auch die Schriftzeichen entziffern. Und siehst, ja, das ist halt nicht wirklich gebunden, mehrere Blätter oder Pergamente, die halt in der Mitte gefaltet sind und dann mit nicht wirklich einer Bindung zusammengenäht wurden. Und blätterst so durch die Seiten und so verschiedene Rezepte für Tinkturen gegen unterschiedlichste Sachen, gegen Gelenkschmerzen und gegen Erkältung und bei Müdigkeit und gegen unterschiedlichste Sachen halt. Und blätterst du weiter und dann blätterst du um, dann siehst du aber auch ganze Seiten, die etwas ordentlicher und sorgfältiger beschriftet wurden, in derselben Handschrift, die dann anfangen, Zaubersprüche und Rituale zu beschreiben. Nämlich zum Beispiel den Zauberspruch öffnen. Die Seite findest du noch recht schnell, als du anfängst mal so weiter durchzublättern. Und überraschend viele doch da irgendwie in diesen Folianten drin. Hast du gar nicht gesagt, von außen. Findest eben, als du nach der Seite mit dem Schlüssel drauf suchst, eben den Zauberspruch öffnen, der darin beschrieben wird. Ja, also ich sage Lenker erstmal, wow, das sind ganz, ganz viele Rezepte für Sachen, Tinkturen, die einem helfen können, zum Beispiel, wenn man Schmerzen hat, wenn man nicht schlafen kann, ja, und dann, wow, hier ist sogar ein Zauberspruch, wie man Dinge öffnet. Und sie guckt so zu Juri, wir können die Kiste damit öffnen und das Grabmal. Ja, und Guck noch mal ich. auf meinen Dolch.
Ja, es ist eine wirklich gute Idee. Schade, dass wir die nicht schon vor 5 Minuten hatten. Ich kann Steck die ihn weg. bestimmt wieder reparieren, den Dolch. Mach dir keine Sorgen. Während sie ganz gespannt sich das durchliest, was sie vielleicht alles benötigt, um diesen Zauberspruch zu wirken und was das auch, wie Es gesagt, an ist Komponente sehr braucht. genau beschrieben, wie man seine Hand bewegen muss, welche Worte man sprechen muss und was der Zauber kann, nämlich ein Schloss öffnen. Also der Grabhügel, der hat leider kein Schloss, sondern einen Stein. Aber wenn das sich das ein. Wie ist es aus? Es klappt nicht beim ersten Mal. Du bist es nochmal beim zweiten Mal. Also das Schloss zappelt so leicht in seiner Aufhängung. Und beim dritten Mal dann aber gelingt es dir, den Zauberspruch richtig aufzusagen. Und ihr seht, wie das vorherige Schloss so kück, zur Seite klackt, aufklackt und wie sich die Truhe quasi so ein Spalt breit öffnet. Dunja ist total begeistert, aber sie weiß auch, dass ihr nicht der Foliant gehört, sondern Lenker und gibt ihn ihr so zurück und sagt: Danke dir, ja, Ja, und ja, ja, schreibt. ja. Und sie legt ihn so beiseite. Was ist in der Truhe? Ja, Dunja guckt so zu Juri. Juri, mach du doch auf. Du hattest so viel Pech mit dem Dolch. Jetzt ist es auch an dir, den Schatz zu finden. Hoffentlich ist auch ein Schatz drin. Und Juri versucht ganz angestrengt, nicht daran zu denken, was in Geschichten mit Leuten passiert, die Dinge öffnen, die sie nicht öffnen sollten. Das verdrängt er jetzt komplett und denkt nur fröhliche, gute Gedanken. Don't jinx it, Geht Juri. dahin und schiebt den knarzenden Deckel und schaut rein. Dieser knarzende alte Deckel schiebt sich langsam auf. Ziemlich schwer auch. Muss ein bisschen Kraft aufwenden. Und siehst dann oder darin so einer leichten Polsterung. Da sehen es ist tatsächlich recht schmuckvoll von innen. Aber bis auf einen Tonkrug völlig leer. Da ist ein Tonkrug drin. Ich greife vorsichtig hinein und heb ihn heraus und schaue mir den mal an, ob der irgendwie. Er ist schmucklos und einfach. Tatsächlich einfach gebrannter Ton. Keine besonders kunstfertige Arbeit, würdest du sagen, sondern tatsächlich einfach so leicht schief. Aber dich kribbelt es sehr in der Nase, als du ihn in der Hand hältst. Uiuiui. Ich glaube, das war der Lieblingsbecher der Hexe. Es hat die Hexe ihn auch und sie zeigt auf den Tonkrug und auf die Drehscheibe, weil Lenker ist ja nicht mehr auf der Drehscheibe und zeigt wieder auf den Tonkrug. Vielleicht hat die Hexe den selber hergestellt. Meine Nase juckt. Ja, entweder gibt es Geld, Regen oder es ist magisch. Ich Das schaue sind. den noch mal ganz, ganz, ganz genau an. Oh, Der meine ist Nase juckt. magisch. Oh, dann. Den Ist aber auch hier staubig. sollten wir vielleicht mal mitnehmen zum Grab. Ja, das sagst du so. Dann hörst du tatsächlich aus der Tür, die habt ihr offen gelassen, hast du so ein Knurren. Du siehst einen weißen Fuchs, der im Türrahmen steht und dich mit einem der Zähne gefletscht und dich ganz boshaft anguckt und knurrt. Well, es ist nicht so, wie du denkst, liebes Füchschen, liebes. Also Ja, Dunja versucht zu reden. er bellt in Richtung von Juri. Juri, vielleicht solltest du den Tonbecher abstellen. Ich möchte Hey, ihn auch nicht behalten. Ich hätte ihn nur mitgenommen, um ihn beim Grab
abzustellen. Lässt sich nicht ausreden. Bellt nochmal und macht so einen kleinen Hüpfer nach vorne. Gehe ich den ganz vorsichtig wieder in die Truhe. Gucken zum Fuchs. Weißer Fuchs beobachtet dich sehr genau dabei und hingelegt hast, kommst du dann näher und kommt dann näher und beiden Pfoten stützt sich auf die Truhe, macht den Deckel zu und fällt einmal in Richtung Schloss, das sich dann von selbst wieder schließt. Das ist doch unser Ziel, der weiße Fuchs. Werter, werter weißer Fuchs, wir sind so lange gereist. Wir kommen aus dem Dorf Oleg. Wir brauchen Hilfe, die Schafe sind krank. Dunja guckt ihn mit ihrem besten Zuckerblick an. Mach mal eine Charisma-Probe. Moment, oh nein, nein. Moment, ich muss gerade mir den Wert angucken. Charisma Erinnere daran, 65. falls es euch wichtig genug ist, habt ihr Schicksalspunkte, die ihr ausgeben könnt, um Würfe zu wiederholen. Ja, dann bin ich dafür, dass ich den nochmal wiederhole, den Wurf. Nur 20. Ja, nee, das habe ich nicht geschafft. Ich habe bei Charisma eine 16. Okay. Ja, wie gesagt, es ist ja auch schon spät. Dunja versucht zwar so einen Zuckerblick, aber es sieht eher so aus wie. Wahrscheinlich zwinkerst du auch noch. Ja, also du kommst so auf ihn zu und er springt plötzlich unerwartet, irgendwas scheint er an dir nicht zu mögen, springt unerwartet nach vorne und beißt dir so leicht in die Hand. Oh Gott, diese Hand ist gesegnet. Würfel mal einen W6, bitte. Ja. Eine 3. Eine 3. 3. Ja. Ja. Muss ich das mal. Gott, bist du jetzt sieben Finger, Dunja? Ja, das ist Kann echt auch der mit falsche drei Würfel. Fingern Magie machen. Geht auch mit 3. Ja, du kommst. Oh. Du bekommst 5 Schaden. Also er beißt dir nicht leicht, also er beißt dir wirklich. Dir wird ein Schmerzensschrei entweichen, als er dir wirklich in die Hand beißt. Und was ist das Gegenteil von die Nase juckt? Nase wird ganz kalt. So deine, du hattest ja so Feenzeichen, also so Luchsohren. Ja. Du merkst, wie dein Luchsfell auf den Ohren so wackelt und irgendwie Oh. sich ganz unangenehm anfühlt. Oh. Ich mache auch so ein bisschen zusammen und mache unwillkürlich trotzdem so einen kleinen Schritt nach vorne. Und dann fällt mir ein, dass dieser Fuchs magisch ist und spitze Zähne hat und ich. Er bellt nochmal in eure Richtung. Mich hat noch nie ein Tier gebissen. Aua, aua. Ah, sie nimmt ein Stück von ihrem Mantel, reißt ein Stück vom Mantel ab und bindet sich das um die Hand. So, damit das, wie gesagt, weil es ein bisschen blutet. Ich denke jetzt nicht, dass das blutet in Bächen, aber einfach, um da, dass da kein Dreck oder so reinkommt. Obwohl, naja. Ich schaue so einmal zu Dunja. Okay, ihre Finger sind noch alle da, auch wenn die Hand jetzt blutüberströmt ist. Schaue Also zu sie dem. verliert. Also du hast ja 5 Trefferpunkte genommen. Ich weiß, du hast, glaube ich, nur 6. Oder nee, du hast ein Ja. bisschen mehr. Auch nur 6, ja. Oh, ist die Hand noch da? Also die Hand ist noch da, aber es kommt tatsächlich viel Blut raus. Findest du so drum, das, was du drum gebunden hast, ist gleich wieder blutgetränkt. Oh nein. Okay, dann stürze ich zu Dunja rüber und
reiße Stücke von meinem Mantel ab und versuche das um ihre Hand zu wickeln und versuche auch so ein bisschen hier am Arm das so ein bisschen abzubinden, um die Blutung etwas zu stillen und wünsche mir, ich hätte einfach besser aufgepasst, wenn über solche Dinge gesprochen wurde. Aber ich war ja immer mehr an den praktischen Seiten der Heldengeschichten interessiert. Ja. Fuchs ist auf jeden Fall immer noch, also er stellt sich zwischen euch und diese Truhe und hält immer noch in eure Richtung und faucht. Dunja ist, wie gesagt, kreidebleich und guckt so auf ihre Ich Hand glaube, wir sollten und gehen. ja, Dunja, wie gesagt, sie ist so alles verschwommen, wie gesagt, und sie guckt immer wieder auf ihre Hand. Wir sollten gehen. Dunja, ich versuche das noch so ein bisschen festzubinden und heb sie hoch und stütze sie und versuche ihr dabei zu helfen, dass wir einigermaßen schnell aus der Hütte rauskommen. Wahrscheinlich werden wir dabei auch so eine Blutspur hinter uns Er herziehen. Was tropft gibt's in noch? den Wald, Blut tropft Ja. in den Waldboden, ja, als ihr euch langsam aus der Hütte entfernt oder von der Hütte entfernt. Lenka packt auch mit an und stützt. Wir hätten doch auf dem Baum bleiben sollen. Das war nicht die klügste Entscheidung. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ich Ist doch alles gut. Wir haben wenn den ich doch den. weißen Fuchs gesehen. Aber ich hätte den Kuh nicht anfassen sollen. Ich hätte ihn doch angefasst oder Lenka hätte ihn angefasst. Ist doch alles gut. Fühle mal ihre Stirn. So ein bisschen Nehme an, kribbelt dass sie meine recht kaltschweißig Nass. ist. Ja. Und dann schaue ich zu Lenka. Lenka, verstehst du was vom Heilen? Wir müssen irgendwas tun. Und ich Ja, schaue noch mal auf ich ihre glaube, blutige Hand. sie sollte sich mal hinsetzen. Es tut ihr nicht gut, dass wir jetzt hier laufen, glaube ich. Oh ja, eine Pause wäre schön. Danke Und für ich euch. bin müde, ich bin so müde, Juri. Wir hätten schlafen sollen. Nein, auf keinen Fall. Nein, nicht einschlafen. Nun ja. Nun ja. Und ich tätschle ihr so ein bisschen die Wangen. Denker, hey, sitzt auch so neben eine Stunde reibt dir so über die Schultern. Du merkst oder Juri sieht, dass da so ein leichtes Leuchten unter ihrer Hand auf der Schulter plötzlich ist, während Dunja spielt, irgendwie so was Warmes aus der Schulter ist und wie die Wärme so in deinen Körper fließt und du tatsächlich zwei Trefferpunkte wieder heilst. Boah, das war gerade so das Gefühl, kennst du das, wenn die alte Masche uns den Tee bringt und den Borsch? Genau so ein Gefühl hatte ich gerade, das war richtig schön. Aber sie ist immer noch kreidebleich, ja, aber ich denke, die Blutung hat aufgehört, aber sie ist immer noch bleich, aber sie ist jetzt nicht mehr so spitzig, aber immer Ja, noch leicht du siehst, dass angeschlagen. sich als dieses blutversiffte Ja. Stück Stoff, was du da drum gewickelt hast, jetzt mittlerweile, das abnimmst, dass sich ja viel von der Wunde geschlossen hast. Und dann drehst du so mal deinen Arm, das genauer zu begutachten, dann merkst du, wie einige Sachen einfach aufgehen. Oh. Es Oh. fließt nicht mehr in Massenblut, aber Sachen, die zu waren, fangen plötzlich wieder an aufzugehen, es fließt wieder so Nee. leicht Blut raus. Oh, nee. Na, oh, nee. Ich reiße noch mal einen Streifen von meinem Umhang ab, der jetzt wahrscheinlich nur noch bis zum Hintern geht. Und wickel das wieder mehr bemüht als kunstfertig um ihre Hand und ihren Arm. Oh, das ist nicht gut, glaube ich. Nein, nein, das sollte alles in dir drin bleiben, nicht aus ihr rausfließen. Los, Dunja, denk trockene Gedanken. Los, denk trockene Gedanken. Dunja? Ja.
Irgendwie, ich weiß nicht. Das war keine gute Idee. So sollte der Weißfuchs nicht halten. Das ist doch falsch. So ging die Geschichte nicht. Vielleicht ist der Weißfuchs einfach böse, weil denk an die Besoffenen, die den Altar ruiniert haben und vielleicht ist die Hexe gestorben. Ich meine, wenn du andauernd so Betrunkene rumrennen hast, die andauernd alles kaputt machen und Dunja greift so in ihren Rucksack und meint sich erinnern zu können, dass sie auf jeden Fall irgendwelche Heilkräuter mitgenommen hat. Okay, ja, dann hast du jetzt einmal Heilkräuter in deinem Rucksack. Ja, und sie holt diese raus und sagt, ich glaube, das könnten wir, entweder esse ich das oder ich presse das auf die Wunde. Juri, weißt du, was ich nochmal machen muss? Weil sie ein bisschen verwirrt ist. Ich habe die eingepackt. Musstest du die nicht kauen und dann den Brei auf die Wunde Das klingt packen? sehr logisch. Und sie tut die Heilkräuter in den Mund und fängt an. Und dann. Kannst du gerne mal einen W4 würfeln, um zu gucken, was die Heilkräuter Ja. noch an zusätzliche Heilung beisteuern? Eine 4. Dann ja, alles wieder geheilt. Du Oh, siehst, als das du die war so keine Heilkräuter Frechheit. so verschmierst, wie sich die Wunden wieder schließen und recht schnell die magischen Heilkräuter verschwinden. Dann ist dein Arm wieder wie neu, bis an einer Stelle, wo eine Wunde war, Ja. wieder was öffnet und langsam beginnt Blut rauszurinnen. Nicht Also, bedrohlich, so als ob man sich irgendwie gekratzt hätte und da ja. langsam Blut raus. Das ist aber nicht normal. Nee, es ist nicht. Juri, und ich guck so zu Lenka. Gibt es irgendeine Krankheit, die momentan hier im Wald umgeht oder so? Und sie tut wieder den Verband etwas fester. Aber jetzt nicht, dass sie sich die Hand abschnürt, tut sie sich den Verband. Vielleicht ist der Biss schuld von dem Fuchs. Ja, oder irgendwas hat der Fuchs gegessen, was ihn so sauer macht, was er überträgt, wenn er einen beißt. Ich gucke ganz intensiv, ob sie Schaum vorm Mund hat. Noch Habe ich nicht. Schaum? Dunja, hast du Angst vorm Wasser? Nee. Ich mag Wasser. Ich liebe Gut, Wasser. Ich schwimme gerne. Ich mag baden. dann ist Nein. es wahrscheinlich keine Tollwut, aber vielleicht ein Fluch. Wobei das wahrscheinlich nicht viel bezahlt ist. Aber bei Flüchen ist es doch meistens so, dass dann sofort eine Wirkung passiert. Sowas wie, man schläft Wunden, die sich nicht ein. schließen und immer wieder aufbrechen? Ja. Vielleicht stand hier was drin. Die Lenker hält noch mal diesen Folianten hin. Nicht, dass Juri den Vortritt, nachdem So, ich. so. Kräuter, nein. Fluch. Blätter, Blätter, ob da irgendwo, Mühsamer. ob ich irgendwo einen Fuchs sehen kann. Und Achtung, wenn der Fuchs sie beißt, dann bitte das tun. oh, nein, Fuchsbiss. Ja, also Vorsichtig. du blätterst schnell durch. Das ist recht viele, überraschend viele Pergamente dann doch irgendwie in diesem Land drin. Du blätterst das so hier durch und blätterst und blätterst und blätterst. Ja, okay, hier sind die Tinkturen vorbei, hier kommen Zauber. Jetzt, aha, Rituale. Oh, es gibt ein Ritual der Genesung. Darüber stolperst du. Das ist tatsächlich ein Ritual, man gar nicht sprechen muss, überraschenderweise. Dass man, ja, das Einzige, was man so an magischen Utensilien braucht, ist ein Tonkrug, der mit Sternenstaub, dem Ton beigemischt wurde bei der Herstellung. Ja, und den braucht man für dieses Ritual, der zerbricht dabei, aber dann kann dieses Ritual alle Krankheiten heilen.
und alle Flüche lösen. Sagt das Ritual der Genesung. Dunja, es gibt ein Ritual der Genesung. Damit wirst du wieder gesund und ich komme an die Stelle, wo Tonkrug steht. Brauchen einen magischen Tonkrug mit Sternstaub. Wir nehmen nicht den im Haus. Auf gar keinen Fall. Den nehmen wir nicht. Und wenn wir in die Taverne zurückgehen müssen oder zum Hügel, es ist mir ganz egal, aber wir nehmen nicht diesen. Okay, wir kriegen einen Tonkrug. Was steht da noch, Juri? Nein, wir brauchen einen Tonkrug, also der mit Sternstaub vermengt ist, während man den Tonkrug. Also wir müssen einen Tonkrug töpfern mit Sternstaub im Ton. Kannst du töpfern? Und wo bekommen wir Sternstaub her? Und das ist ganz einfach, sagt Lenka. Guck doch mal. Und ich schaue zu Lenka. Solltest du auf die Baumkronen. Das ist ganz schön. Dunja guckt auch hoch und wir sehen die Sterne, die sich in den Bäumen spiegeln. Oder sehen wir da Staub irgendwie in einer Form? Nee, gar nicht so richtig, aber ich zeig's euch. Lenka klettert, wie gesagt, sehr elegant und schlingt so einen Baum hoch in die Baumkrone und hangelt sich dann einen der Äste lang und greift dann so gefühlt ins Nichts, aber da, wo es irgendwie so leuchtet und dann so ein Leuchten seht ihr so aus ihrer Faust rauskommen und drückt sich das dann irgendwie in dieses glitzernde und leuchtende Nachthemd, das sie die ganze Zeit trägt. Oh. Krasser Trick. Dunja ist ganz fasziniert. Krasser Trick. Dann lässt sie sich so an diesem Ast runter, hängt er so ein bisschen wie so eine Schaukel, die so ein bisschen wippt und lässt sich dann runterfallen. Geht ihr ganz einfach. Okay, wir brauchen also nur einen Tonkrug. Ich bin dafür, wir holen einen anderen Tonkrug als den wir da drinnen haben, weil ich habe keine Lust, nochmal von dem Fuchs gebissen zu werden. Ich gucke auf die Wunde, ich denke, sie ist ein bisschen weiter geöffnet. Also. Oder ist sie immer noch wie so ein Pickel? Nee, sie ist halt immer noch wie so ein großer Kratzer, aus dem langsam immer Blut rausrinnt. Aber die Wunde schließt sich halt nicht, sondern blutet immer leicht weiter. Ja, ich gucke so zu Lenka. Ich bin dafür, dass wir. Oder hast du einen Tonkrug dabei, Juri? Sag, dass du einen Tonkrug mit hast. Was Hilf mir, ein? Juri. Du bist meine einzige Rettung. Ich wollte ja immer ein Held sein, aber irgendwie habe ich daran gedacht, dass ich irgendwelche Monster erschlage und nicht Tonkrüge brenne und herstelle. Also ich glaube, wir müssen wirklich einen Tonkrug richtig selber machen. Habt ihr nicht gesagt, dass in dieser Ferne, dass da eine Frau war, die Tonfüchse gemacht hat? Genau. Dann geht doch in diese Ferne und dann fragt ihr sie. Schau nochmal zum Sternenhimmel. Bestimmt töpfert sie gerne nachts. Ja, also Dunja findet, das ist eine gute Idee. Sie haben doch Angst, dass wenn sie dann endlich die Frau gefunden haben, dass dann die Sternennacht rum ist und kein Sternenstaub dann mehr da ist. Juri hat ja bestimmt irgendwo so ein Beutelchen. Mhm. Ja. Und dann schaue ich Enka an. Könntest du vielleicht nochmal Sternstaub hier reinfüllen? Oh, natürlich, klar. Geht das? Und sie greift sich so in ihr Nachthemd, also so an ihr Nachthemd, so als ob sie da was irgendwie runternimmt, was abwischt, was da drauf ist. Siehst dann, wie sie plötzlich so Leuchten in ihren Händen hat. Wie so eine Prise Salz fallen dann so leuchtende Partikel in deinen aufgeöffneten Beutel. Dankeschön. Braucht ihr noch mehr? Vielleicht wäre das nicht verkehrt, wenn wir noch ein bisschen mehr. Greift sich nochmal an dieses Kleid, das dann auch ein bisschen schwächer leuchtet nach und nach. Und bis du Stopp sagst, tut sie halt in diesem Beutel. Ja. Ich denke, es muss ja wahrscheinlich kein riesengroßer Becher sein.
Ja, Danke, Lenka. das Rezept, Rezept für den Thronkrug steht natürlich auch im Ritual. Wie viel Bohnen man da mit Sternenstaub vermischen soll, spricht von einer Messespitze von Sternenstaub. Gut, sollten wir transportieren können. Dann sollten wir uns beeilen. Möchtest du mitkommen, Denker? Bitte. Nee, das klingt weit weg. Gibt es irgendwie ein Lied oder so oder einen Reim, wo man dich mitrufen kann, dass du kommst? Lied oder ein Reim? Ja, wie gesagt, also zum Beispiel, wenn Juri zum Beispiel mich sucht, weil ich im Wald zum Beispiel unterwegs bin, dann ruft er Dunja, Dunja, hey, Dunja, Dunja, hey. So, und dann weiß ich genau, das ist der Juri und ich erscheine dann in dem Moment. Ja, sowas habe ich gemeint damit. Ach so, ja, ruf doch dann einfach Lenker, Lenker, hey, Lenker, Lenker, hey. Okay, dann machen wir das so, die Dunja, und notiert sich das. Lenker, Lenker, hey. Und machen wir uns auf den Und Weg. wenn ich euch höre, dann erscheine ich. Okay, Lenka, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für deine Ich Hilfe. schaue noch mal in meinem Proviantbeutel. Habe ich da vielleicht noch irgendwie einen Apfel oder sowas? Wenn du jetzt eine Pastete hervorzauberst, dann ist Dunja fassungslos. Vielleicht ist da auch noch eine Pastete. Kann natürlich auch noch eine Pastete drin sein, natürlich. Ja, dann reiche ich die Lenker. Oh, danke schön. Bitteschön, damit du ein bisschen Proviant hast, bis wir wiederkommen. Und danke für den Sternstaub. Bitte, bitte. Dann. Viel Spaß in der Ferne. Ich weiß nicht, ob die Ferne so viel Spaß macht. Und ihr seht tatsächlich, dass von dieser Richtung, auf der die Hütte ist, ein Pfad auch wegzuführen scheint. Ja, Sterne stehen da über euch, von daher könnt ihr euch so ein bisschen orientieren. Ich würde schätzen, der geht ungefähr in Richtung Süden, also in Richtung der Richtung, aus der ihr den Wald betreten habt, quasi. Und schlagt den Pfad dann eben ein. Blenker bleibt zurück und nimmt sich den Foliant und hüpft wieder. Habt ihr den Foliant mitgenommen oder den Lenker gelassen? Nee, ich denke, wir haben den wieder Lenker zurück. Also ich sage das so, Juri, hast du ihn zurückgegeben oder hast du ihn behalten? Ich habe mir ja gemerkt, wie das Rezept ist und habe ihr den Okay, ja. zurückgegeben, weil ich gerade kürzlich sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, mit Dingen, die mir nicht gehören. Und welche Folgen das hat, wenn man die einfach an sich nimmt. Es war sehr lehrreich. Ja, gut, dann seht ihr, wie sie das den Foliant mal noch an sich gedrückt, dann so auch von der Richtung aufbricht und sich irgendwie so in die Büsche schlägt und dabei Lenker, Lenker, hey, Lenker, Lenker, hey, vor sich hinsingt. Und ihr nehmt eben den Weg, verfolgt den und stellt fest, dass er sich recht bald dann doch, ja, also es ist. Der Boden merkt man schon auf dem Weg, den erobert sich die Natur so langsam wieder zurück. Hier und da wächst schon was drüber, ist nicht mehr so gut zu sehen, auch wenn es hier im Wald natürlich auch nachts relativ hell ist. Aber ihr könnt diesem Pfad folgen und der führt dann irgendwann an eine Gabelung, die euch bekannt ist. Ihr erinnert euch, ihr seid an eine Gabelung gekommen, wo der Weg sich teilte und ihr habt euch dann den dritten Weg entschieden, nämlich zu dem Wilderen. Auch an dieser Ja. Stelle kommt ihr wieder dran vorbei, als ihr den Pfad Richtung Süden wählt. Und nach ungefähr einer weiteren Dreiviertelstunde, die ihr unterwegs wart, kommt ihr erneut aus dem Wald. Nacht nähert sich mittlerweile schon Tag dem Ende und geht aus dem Wald heraus, seht die dunklen Umrisse der Taverne,
meisten Leute, die hier zu Gast waren, haben sich mittlerweile in die Zelte verzogen, die sie rund um die Taverne aufgebaut haben. Die Taverne selbst liegt ruhig und still da, es ist keiner mehr da. Ja. Wie sieht es aus mit meiner Wunde? Ist sie immer noch so gleichbleibend? Okay. Die ist nach wie vor so. Aus dem einen kleinen Kratzer sind mittlerweile zwei, drei geworden, die alle so ganz langsam Blut halt, ganz langsam bluten. Sie, Dunja, schaut zu Juri und sagt: Wir sollten in die Taverne gehen und schauen, ob die Dame da ist. Vielleicht ist sie ja schon wieder da. Ja, oder schon wieder da. Und Dunja zeigt so auf ihre Hand, ja. Beziehungsweise, wenn ich mich so umschaue, gibt es da irgendwo ein Haus oder eine Hütte, die einen Brennofen angebaut hat? Dann wüssten. Ja, tatsächlich siehst du neben dem, die Taverne war ja mehr oder weniger offen, also so ein großes Vordach einfach nur ohne richtige Wände. Ja, dahinter, hinter diesem Vordach befindet sich tatsächlich ein Wohnhaus und noch ein weiteres kleines Haus. Daneben siehst du so den kleinen, oder kleinen so einen Ofen halt, gemauert und aus Stein. Ich ziehe Dunja in Richtung dieses kleineren Häuschens. Ich bin. Vorsicht! Die wohnt, bestimmt wohnt sie da vorne. Entweder sie oder ein Bäcker. Okay, beides klingt gut. Und dann mache ich das, was jeder junge, wohlerzogene Abenteurer tut, der in Nöten ist. Ich hämmer gegen die Tür. Es dauert eine Weile, bis sich irgendwas dahinter regt, dann hörst du so, ja, ich bin. Was ist denn? Ich will dir. Hörst du dahinter, wie sich ja, wieder Bewegung hinter dem im Raum dahinter wird. Dann irgendwann öffnet sich die Tür so einen Spalt und du siehst Maya, junge Frau, so ganz verschlafenem Blick, so ganz, ganz schmal, die so nach draußen guckt. Los. Maja, du, der wurde vom weißen Fuchs gebissen, jetzt fängt es an zu verbluten und wir brauchen einen magischen Krug mit Staub und du kannst den alleine machen und du musst uns unbedingt helfen, das ist ganz wichtig und wir brauchen ihn ganz schnell. Was? Wir wollen gerne einen Tonkrug kaufen, kommt von Dunja und sie winkt Ja, so. Moin! kann das nicht bis morgen warten? Nee, ich blute hier alles voll. Ich brauche den Und ich für nehme Dunjas Hilfe. Hand und halte die hoch. Sie wurde vom Sei Fuchs gebissen. vorsichtig. Ist doch Was? egal. Jetzt Der ist sie Fuchs verflucht. ist lieb, er wird niemandem was zuleide tun. Ja, er hatte, glaube ich, einen schlechten Tag. Und wir brauchen jetzt einen magischen Tonkrug mit Sternenstaub. Und ich halte Was? das kleine Beutelchen hoch. Aber Und. wie soll ich denn einen magischen Tonkrug machen? Nein, wir brauchen nur den Tonkrug. Also, wie gesagt, wir wissen, wie es funktioniert. Alles, was du machen musst, ist einfach das, was du immer machst. Einen Tonkrug Mit formen. Sternstaub Was? im Ton. Du musst den Ton mit dem Sternstaub. Und Juri stolpert so richtig über seine Zunge beim Sprechen und merkt dann auch selber, dass dann nur noch Salat bei rauskommt. Tür öffnet sich ein bisschen, du siehst diese pure Verwirrung, die in das Gesicht der jungen Frau geschrieben ist. Also, ich gucke so zu Juri. Juri, einatmen, ausatmen, fokussieren. Nur die Hauptinformation. Hi Maya, du sollst auf jeden Fall einen Tonkrug machen. Das Einzige, was du bei der Rezeptur mit beachten musst, ist, und sie deutet auf den Beutel, und jetzt übernimmst du, Juri. Der Sternstaub muss mit dem Ton vermengt werden. Und dann musst du daraus einen Krug herstellen. Schnell. Bitte. Bevor Dunja Ja, verblutet. das ist auch nicht so schlimm. Doch, das ist schlimm, wenn sie verblutet. Also, Ich nein, habe nur aber das eine sieht gar nicht Dunja. so schlimm aus. Das war schon viel schlimmer, hätte ich keine Heilkräuter gehabt. Und das Einzige, was scheint, um das jetzt Ja, zu. gut, Entschuldigung, Entschuldigung.
Ja, ich denke, ich werde einen Tonkuchen. Also es geht dort ein bisschen. Das macht nichts. Wir haben jetzt eh nichts Besonderes vor gerade. Wir helfen dir da sehr gerne. Gut, ja. Sie reibt sich die Augen, Handholzhacken. macht mal, ich bin sofort. Und ja, sie schließt nochmal die Tür. Ihr hört dahinter rascheln im Raum, nicht schnell was über. Wird tatsächlich wenig später auch Licht hinter den Fenstern angezündet wird. Und dann zieht die Tür nochmal auf und bringt euch so in den relativ kleinen und kargen Raum rein. Vielen Danke, Maria. Regalen voller Tonwaren und einem ähnlichen ja, Töpfertisch, wie ihr den vorhin noch in der Hütte gesehen habt. Den, ja, ich soll jetzt einen Krug machen, ja? Genau. Und geht so zu einem Regal und greift so ein bisschen ein Stück Ton raus. Und ja, ich hab hier Ton. Dunja guckt zu Juri, weil Juri hat ja das Rezept gelesen. Juri gibt ihr den Sternschraub und rattert alles, was er in dem Rezept gelesen hat, wie der Ton zu vermengen ist, nochmal runter, aber wesentlich langsamer, sodass es auch für sie Sinn ergibt. Okay, das dauert einen Moment, bis sie ist noch groggy und müde, aber du erklärst dir das langsam und gemeinsam vermengt ihr dann eben den Sternenstaub, den ihr bekommen habt, dem Ton. Knetet den dann, fängt dann an, eben genug Wasser den zu mischen und den formbar zu machen, bevor sie sich auf ihren Töpferplatz setzt und dann anfängt tatsächlich aus diesem Stück Ton, der im wachen Licht der Kerzen, die jetzt hier angezündet sind, ein bisschen von dem Sternenstaub funkelt, relativ schnell und zügig und elegant zu formen zu einem schönen Tonkrug. Eigentlich vasenartig. Und geht auch recht zügig. So ein, da braucht man dafür 15 Minuten oder so, hat ihr einen relativ simplen, aber schönen Tonkrug da geformt. Jetzt musste ich ihn noch brennen. Das dauert dann aber. Und ja, sie wird sich überzeugen lassen, den dann noch zu brennen. Und in den frühen Morgenstunden haltet ihr dann den Tonkrug. Wahrscheinlich habt ihr, während sie das gemacht hat, tatsächlich auch die Zeit genutzt, ein bisschen zu schlafen. Und werdet dann morgens von ihr mit dem fertigen Tonkrug geweckt. Und mittlerweile sind auch, als sie fertig ist, seht ihr schon oder hört ihr schon viel mehr, dass draußen offensichtlich auch die restlichen Leute langsam wieder zum Leben erwachen. Ihr hört leise Gespräche durch die Haustür, die offen steht. Tiere und was eben Reisende so dabei haben. Gerade morgens aufstehen. Diese Geräuschkulisse hört ihr so von draußen, während sie euch eben den Thronkrug hinhält. Und Dunja, magisch Begabte, dann anfängt, das Ritual zu wirken. Nochmal eine Stunde dauert und dich einiges an deiner Konzentration fordert. Und dann würfelst du bitte mal auf Weisheit. Den Wurf Weisheit, willst du jetzt ja. nicht verkacken. Ich sage es nur. Kann ich sie da irgendwie unterstützen? Also du kannst einen Nein, Schicksalspunkt ich habe es ausgeben geschafft. und Ich habe es geschafft. Weisheit du habe ich hättest 11 sie und ich habe unterstützen 6. können, indem du einen Schicksalspunkt ausgibst oder eine passende Fertigkeit mir anbietest, wo du sagst, könnte dazu passen. Aber dir gelingt es und du merkst, wie sich die, also wie die Wunden nicht verschwinden, aber einfach aufhören, endlich zu bluten. Na, endlich. Und ja. Endlich hört es auf zu bluten. Jetzt sind halt nur noch so ein paar Kratzer, auf denen sich langsam Borg oder ziemlich zügig sogar Borg gebildet. Und
Du fühlst dich sehr erleichtert, Juri, wahrscheinlich auch, als siehst. Es dauert ein paar Momente, dann hörst du von draußen so ein: Hä? Hat endlich funktioniert! Geräuschkulisse, die draußen lauter wird. Ja, Dunja bedankt sich erstmal bei Maya. Oh, Maya, vielen, vielen Dank. Ja, bitte. Und sie legt ihr so einen Goldtaler hin, weil, wie gesagt, sie hat noch diesen einen Goldtaler und ist froh, dass die Wunden nicht mehr wieder anfangen zu bluten und wieder aufzugehen. Und meint dann: Juri, was ist da los? Was hören deine Luchsohren? Ich luchse mal nach draußen. Ja, du Und hörst ja, offensichtlich, du kannst nicht genau ausmachen, was da gesprochen wird. Dafür reden auch zu viele Leute durcheinander. Hörst aber genau hin, dann hörst du eine Stimme, die halt besonders: Hey, ich sag's euch, gerade jetzt, seht, wie das Fell wieder wächst. Endlich, ach Gott, mein Junge wird so froh sein. ich streck mal meinen Kopf nach draußen und guck mal, was die Leute da Du siehst, so machen. im Zeltlager hat sich irgendwie so eine Menschentraube um was gebildet. Ich gehe mal hin und schaue nach. Das Ich folge Juri. klingt gut. Ich bezweifle, dass das gut ist. Wenn eine Menschentraube dabei ist, meistens nicht, aber egal, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Höre zumindest nicht das Geräusch von aufplatschendem alten Gemüse. Das ist schon mal nicht verkehrt. Also bitte auf jeden Fall keiner am Pranger beworfen. Das ist positiv. Ja, also ihr kommt langsam näher und ihr hört halt so, wie die Menschen sich zurauen. Ihr hört ab und zu mal sowas. Kann das sein, wirklich? Vielleicht ist er nur jetzt gerade so ein bisschen. Vielleicht hat er es einfach noch nicht bemerkt. Vielleicht ist es bei. Ja, und immer mal wieder kommen plötzlich Menschen aufgeregt, suchen sich ihren Weg. Das sieht ihr, als ihr näher kommt, so von der Traube nach draußen und stürmen so in Richtung anderer Zelte, womöglich ihre eigenen. Oder ganz viel häufiger in die Richtung von Tieren, die so Haarausfall haben. Und ihr kämpft euch halt so durch die Meute, oder diesen kleinen Kreis, der sich da gebildet hat. Und ihr seht in der Mitte einen älteren Herrn. Älteren Herrn, also er wird so mit so 50 sein. Der ja, so einen Hund umarmt. Einen relativ kahlen Hund. So fast kein Okay. Fell. Bis auf diesen leichten Flaum, der sich überall an seinem Körper gebildet hat. Und ja, der Hund schlabbert seinerseits gerade sein Härchen ab. Sag's euch, heute Morgen war, also gestern Abend war er noch ganz kahl. Und seht ihr jetzt die ganzen kleinen Härchen, die jetzt wiederkommen? Der Fuchs hat ihn geheilt, es hat geholfen. Upse, tun ja so ein bisschen an. Hund sieht wirklich hässlich aus. Dunja steht da so, will gerade antworten, als sie dann den Satz von Juri hört und macht so, aber ich verstehe das nicht. Also, der Hund sieht doch so aus wie die Schafe vom Schäfer Bolek, ja? Nee, gar nicht wahr, Bortulek heißt er. Ja. Aber, vielleicht erzählt der alte Mann das nur und redet sich das ein. Also meinst du wirklich, dass das. Aber warum hat der Fuchs jetzt geheilt? Er hat mich doch gebissen. Sie sagt das extra nicht so laut. Aus einer anderen Richtung im Lager hört ihr: Ja, tatsächlich hat es funktioniert, mein Schaf, es wächst wieder Wolle. Vielleicht hat das Ritual der Heilung das bewirkt. Dunja klatscht so in die Hände und also vorsichtig in die Hände und sagt, das könnte es sein. Das heißt, wenn wir das mit dem Ritual der Heilung machen, dann könnten wir, wie gesagt, die Tiere auf jeden Fall retten. Aber es erklärt nicht, warum der Fuchs uns angegriffen hat. Ich habe immer noch Fragen, du Juri.
Vor allen Dingen, wenn wir das nochmal machen müssen, in welchem Umkreis müssen wir dann alle Tiere aus unserem ganzen Dorf alle auf den Dorfplatz treiben? Also ich will ja jetzt nicht deine Träume zerstören, Juri, aber ich meine Macht ist auch nicht grenzenlos und ich glaube jetzt nicht, dass ich es schaffe, vielleicht die von unserem Schäfer, die Schafe zu retten. Ja, vielleicht. Aber dass ich jetzt alle Schafe rette und alle Tiere mit meinem bisschen Magie, ich weiß nicht. Ja, mein Zieglein hat auch wieder Fell. Hört ihr von irgendwo? Vielleicht ist es auch der Becher. Vielleicht müssen die einfach nur das Wasser aus dem Becher trinken und dann werden die alle wieder. Weißt du was, Juri? Wir versuchen jetzt einfach unser Glück. Dunja nimmt diesen Kelch und tut Wasser. Also ist da irgendwo ein Den Brunnen in der Tonkelch, Nähe? Nee, der ist ja den du kaputt. benutzt hast, der ist, Ja. als du fertig warst, ist der genau in der Mitte einfach komplett auseinandergebrochen und zerfallen. Dunja guckt so nach dem Motto, wir tun da Wasser rein und guckt so, vergiss es. Das war eine dumme Idee. Du warst so perfekt. Du warst so perfekt. Steck die zwei Teile in den Beutel. Gut, Weiß nicht noch. wir müssen einen anderen Plan bringen, einen anderen Plan verfolgen, Juri. Schmeiß deine Ideen in den Raum. Ich bin für alles offen. Vielleicht sollten wir noch mal in das Buch schauen. Das Buch, das, was Lenka hat. Ja, ich glaube, es ist das Buch der Hexe. Oder die Lösung findet sich in dem Grabmal. Aber irgendwie habe ich nach der Aktion mit der Truhe irgendwie Angst, das Grabmal zu betreten. Deswegen finde ich, das Buch ist die logischste Lösung. Also gehen wir wieder in den Wald. Ja, das war beim letzten Mal ja schon so erfolgreich und Ich brauche jetzt gut. keinen Pessimismus, Juri. Wir haben das, guck mal, ich lebe, du lebst. Wir haben schon einen Hund und eine Ziege gerettet. Also ich finde, das ist schon sehr, sehr, sehr gut. Es ist mehr wie gestern. Wir sollten aber auf jeden Fall noch ein paar Pasteten mitnehmen. Dunja wollte zuerst schon Richtung Wald gehen, bleibt so in der Mitte stehen so und dreht sich rum und sagt, das ist eine brillante Idee. Macht so High Five. Gut. Niemals hungrig auf Abenteuer. Weißt doch, Niemals. alle großen Helden hatten immer Proviant dabei. Ja, Pasteten kann man nie zu wenig haben. Und wir sollten eine extra holen für Lenka. Oder zwei. Oder zwei. Ja. Während ihr euch also so auf zur Taverne macht, ihr seht die alte Frau, die tatsächlich in der Taverne ja, aufräumt und die Pastetenmischung gerade fertig macht, um sie dann wahrscheinlich in Mayas Ofen zu backen. Ihr seht halt, als ihr euch dahin macht, um euch herum immer mal wieder Leute, die sagen, oh ja, tatsächlich bei meinem Tier auch. Ist geheilt. Toll. Hat sich doch gelohnt, den Fuchs zu besuchen. Ja, und immer mal wieder seht ihr die Situation und ihr seht aber auch, dass andere Leute jetzt schon am frühen Morgen oder Mittag, die eine Weile gedauert haben, das Ritual, an der Taverne ankommen und sich dann mit den da Anwesenden austauschen und ja, der Fuchs, er hat sie geheilt, hört ihr immer mal wieder und dann, ich habe einen Tonkrug, habe ich ihm hingebracht und das beste Schmuckstück meines meiner Ahnen, meines Urgroßvaters, habe ich ihm hingelegt. Und jetzt seht hier, meine Ziege, ihr wächst wieder Fell. Und Neuankömmlinge hören sich das an und machen sich bereit, Tonkrüge und Schmuckstücke in den Wald zu bringen, während ihr euch mit Pasteten eindeckt.
Und gesagt, und zweimal so zwischenzeitlich auch mal eine Pastete noch isst. Wie gesagt, man sollte nie mit vollem Magen auf ein Abenteuer gehen. Dunja guckt zu der Pastetenfrau und sagt irgendwann so: Sind euch Gerüchte zu Ohren gekommen, dass der Fuchs vielleicht manchmal oder dass er Menschen angreift? Nein, nein. Im Gegenteil. Ich habe mal gehört, dass der Fuchs sogar gibt im soll im bald einen Braunbären, einen großen geben. Wir nennen ihn Bruno. Und angeblich beschützt der Fuchs sogar Wanderer vor den Bären. Dunja guckt so zu Juri. Ich weiß nicht, warum er mich angegriffen hat. Wir sind aber auch nicht begegnet, also hat der Schutz wohl funktioniert. Irgendwie habe ich aber die Befürchtung, wenn wir mit einem Sack voll Pasteten in den Wald gehen, dass Bruno als Bär einen super Geruchssinn hat und wir dann spätestens Bruno kennenlernen. Das sind ja Pilzpastete. Ah. Ja. Sag mal, Ich... mal besser haben als brauchen. Und außerdem. Zur Not können wir die Pasteten auch immer noch nach einem etwaigen Gegner werfen, als Ablenkung. Ah. Und Bruno, ist der nett oder ist der eher mit Vorsicht zu genießen? Hat der irgendeine Leibspeise? Bruno sei ein Braunbär. Was, er sei nett. Du kuschelst mit Braunbär? Nein. Eine, nein. Eine, okay. Und im Braunbär. letzten Sommer war mal ein Gaukler in unserem Dorf, der hatte einen Tanzbär dabei. Ich Ja, glaube, es ist Tanzbär Bruno. sein lustig, ja. Aber nicht Braunbär. Sehr gefährlich. Wie kommt man dann auf die Idee, ihn Bruno zu nennen? Egal. Wie gesagt, Dunja gibt so das Geld rüber und stellt fest, dass sie so gut wie kein Geld mehr hat. Alles in, Du bist sehr blank, ja. ja, alles in Pasteten investiert hat. Also Und wenn du nicht mehr genügend Mützen hast, dann wird Juri da gönnerhaft, gönnerhaft was aus seinem Schuh zaubern. ja, wie gesagt, also wir gehen da nicht, wir tun ordentlich Pasteten essen und in Ja, den Florentina, Pavillon so heißt packen. die Wirtin, bedankt sich redlich und scheint auch sehr froh zu sein, dass offensichtlich der Fuchs jetzt wieder seine Arbeit macht. Während ich überlege, warum der Fuchs mich angegriffen hat, während alle Welt sagt, dass das ein freundlicher Fuchs ist und wir ja auch nur Geschichten von freundlich. Vielleicht hat er einen bösen Doppelgänger, Juri. Vielleicht hat der Fuchs einen bösen Doppelgänger. Auch weißeren Fuchs, der. Ich Der überlege auch, Schattenfuchs. er war ja schon ziemlich weiß. Noch weißer? Mit Perlweiß. Ja, aber ihr macht euch dann wieder auf in den Wald, Ja. gestärkt von und bewaffnet mit jeder Menge Was denn? Pilzpasteten und sucht nach Lenka. Im Wald ruft Lenka, Lenker, Lenka, Lenker, hey. hey, Lenker, Lenker, hey. hey. Lenker, Aber Lenker, hey. Lenker, ist Lenker, auch wenn ihr hey. diesen Reim mehrfach ruft, wird sie nicht erscheinen. Ich schaue nach oben. Und Wahrscheinlich schläft sie. ja, das denke ich auch. Ja. Werdet wahrscheinlich eure Suche trotzdem noch fortsetzen, bis sie dann irgendwann frustriert aufgibt. Wollen wir Und jetzt noch mal zum Grab? könnt ihr machen. Ihr seht, das bewegt sich ist ein relativ großer Wald Weg, der dorthin führt. Ihr seht auf jeden Fall, dass jede Menge Pilger da eifrig hinlaufen, um dort ihre Opfergaben abzugeben oder ihre Geschenke niederzulegen. Ja, aber auch dort findet ihr Lenker, aber auch den Fuchs nicht. Ja, Lenker werdet ihr nicht wiedersehen, auch den Fuchs nicht. Aber ihr wisst jetzt, was ihr machen müsst, um ja, um Tiere zu heilen.
Irgendwann wird, also beziehungsweise diesen Ausklang würde ich gerne euch überlassen, das letzte Stück dieses Abenteuers zu Ende zu erzählen. Ihr könnt natürlich mit dem gewonnenen Wissen, mit dem Sternenstaub, den ihr noch habt, mindestens einen weiteren Tonkrug herstellen lassen, den ihr dann zu Hause in eurem Dorf nutzen könnt, um das Ritual dort nochmal zu wirken und die Tiere zu heilen. Aber die Fragen, die sich stellen, sind natürlich, lasst ihr die mit, die restlichen Wanderer davon wissen, dass ihr es wart eigentlich, die dieses Ritual gewirkt haben. Wird sich das in der Welt herum erzählen? Was erleben Juri und auch Dunja noch im Folge dieses Abenteuers? Erzählt doch mal das Abenteuer so ein bisschen zu Ende. Also beziehungsweise Frage an Dunja natürlich, dir obliegt das irgendwie, wirst du damit hausieren gehen, dass du dieses Ritual geweckt hast und es kennst? Ich würde nicht damit hausieren gehen. Ich glaube, ich würde die Legende vom Weißfuchs einfach dahingehend ergänzen und sagen, dass ich den Weißfuchs getroffen habe und er und dabei dann immer auf diese Narbe auf meiner Hand deute, dass er mir dadurch ja, die Weisheit geschenkt hat, zusammen mit Lenka, dass ich dieses Ritual durchführen kann, aber dass dieses Ritual halt auch mit Opfern verbunden ist. Das darf nicht jeder tun, man darf es nicht immer wieder tun und man muss immer dem weißen Fuchs Also, Ehre ergeben. Und wie gesagt, also das Dunja würde niemals jetzt hausieren gehen. Zwar ist ihr großer Traum, dass sie eine vollwertige Magierin wird, aber sie sieht das halt eher als ein Geschenk, eine Leihgabe an, als dass sie jetzt sagt, ich war diejenige, ja. gibst du das Ritual quasi auch an andere weiter, die Magie wirken können und Wenn sie sich würdig erweisen, sagen wir es mal so, ich schicke die auf okay. jeden Fall alle in den Wald und gucke, ob die mit Bruno klarkommen. Ja, alles klar, okay. Ja, also dann wird sich im Laufe der Jahre tatsächlich wahrscheinlich zu einer begehrten Lehrmeisterin für dieses Ritual weiterentwickeln. Denn nach wie vor, das wird sich herausstellen, wird der Fuchs dieses Ritual nicht mehr wirken. Wie sieht es mit Juri aus? Wie sieht die Zukunft von Juri aus? Ja, Juri wird natürlich zurückkehren mit Dunja in unser tolles Dorf mit der schönsten Mühle weit und breit, diesem ganzen Landstrich, und wird natürlich Mira von seinem Abenteuer berichten Ja, die war im und Übrigen Krankvorsorge, weil du dich ja einfach klammheimlich aus dem Staub gemacht mit hast. ihrem Brautgeschenk, denk an an das Brautgeschenk, was du mitgenommen hast. Ja, ich überreiche ihr natürlich eine Pilzpastete. Und sie wird wahrscheinlich im ersten Moment erst wird die Sorge umschlagen in Wut, weil ich mich einfach so aus dem Staub gemacht habe. Und wenn die Pilzpastete nicht die Wirkung zeigt, die ich mir erhoffe, dann habe ich ja zum Glück noch das Brautgeschenk, mit dem ich hoffe, ihr Herz erweichen zu können. Und werde ihr dann auch die Geschichte des Weißfuchses erzählen, welches Abenteuer wir auf uns genommen haben und dass ich natürlich die ganze Zeit dabei an sie gedacht habe, als ich durch diesen Wald geirrt bin und diesem gefährlichen Fuchs gegenüberstand. Okay, dann wird sich zumindest in eurem Dorf Und dann eine kleine, ein wenig andere Art der Legende ja, erzählt, ja. irgendwie besonders, wenn Juri die Geschichte erzählt, nehmen Pilzpasteten immer eine recht prominente Rolle in dieser Geschichte ein, aber auch nur, wenn er die Geschichte erzählt. Dann kommen auch in eurem Dorf die Pilzpasteten von Florentina noch zu regionaler Berühmtheit.
Genau. Ja, eines Tages wird Juri hoffentlich hieran den Bund der Ehe schließen dürfen. Aber irgendwann wird er doch noch mal mit Dunja in den Sternwald reisen, denn sie haben Lenka versprochen, dass sie wiederkommen. Und er hat zu viele alte Geschichten gehört, um ein Versprechen so leichtfertig zu brechen. Und wenn sie noch mal in den Sternwald aufbrechen, um Lenka zu suchen, dann werden sie auf jeden Fall auch noch ein paar Andenkgeschenke aus Orlik mitbringen. Und der Juri wird eine kleine Mühle basteln, eine Spielzeugmühle, damit Lenka, falls sie nicht mitkommen möchte, zumindest eine kleine eigene Mühle hat und endlich weiß, was er ihr damals versucht hat zu erklären, wozu man sowas gebrauchen kann. Dann ist das doch dann eigentlich ein schönes Endbild, wie wir aus der Geschichte gehen. Eine sehr viel oder eine sehr viel älter gewordene Sunja, ein sehr viel älter gewordener Juri, die zusammen mit einer mittlerweile erwachsenen Lenka vor der alten Hexenhütze sitzen und sich Geschichten austauschen und ein kleines Modell von einer Windmühle gemeinsam betrachten. Und ja, damit verlassen wir das Abenteuer um den sehr wundersamen Weißfuchs, wenn er hier in dieser Geschichte gar nicht so prominent war. Ja, vielen Dank euch fürs Mitspielen. Erstmal natürlich an der Stelle. Wir können gerne noch so ein bisschen was wäre, wenn Nachbesprechung machen, wenn euch noch irgendwas an dem Abenteuer interessiert? Ich kann mir vorstellen, dass da ein paar Fragen aufgetaucht sind. Ein Ja, paar. Vielen Dank fürs Leiten. Das hat ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das freut mich darum. Das ist natürlich am wichtigsten, dass alle Spaß hatten. Also, wie gesagt, hat mega Spaß gemacht. Danke fürs Leiten. Danke an meine großartige Mitspielerin, an meinen Juri. War wunderschön. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, ich hätte vielleicht so ein, zwei Fragen so. Was ist aus den Räubern geworden, also die natürlich dieser Illusion hinterhergejagt sind und die ja auch diesen Auftrag hatten, den Fuchs zu erwischen eigentlich? Sind die uns irgendwann nochmal begegnet oder sind die festgenommen worden? Ich fände es ja toll, wenn sie Bruno gefunden hätten oder Ja, Bruno sie gefunden hätte, wenn aus den das Jägern wäre, Gejagte werden. das ist natürlich eine der Möglichkeiten, dass sie den Fuchs nicht bekommen haben und deswegen verzweifelt, denn das war ihr eigentliches ihr eigentlicher Antrieb. Die waren hochverschuldet und brauchten ein sehr kostbares Fell. Vielleicht hat sie Verzweiflung dazu getrieben, sich dann Bruno anzunehmen und da haben sie ihr schreckliches Schicksal gefunden oder sind ohne kostbare Beute zurückgekehrt und wurden dann von ihren Gläubigern gefunden. Auch Warum das ist. hat der Fuchs Dunja angegriffen? War es, weil er Du gedacht hat, hat, hier, das sind Diebe oder so, ihr wart oder? leider die Diebe von dem letzten Überbleibsel der Hexe, das dieser Fuchs noch hatte und Ah. hat es blöderweise in der Hand. Dem Fuchs, das ist quasi der Aufhänger dieses Abenteuers, sind die Krüge ausgegangen, um das Ritual zu wirken. Deswegen hat er es nicht mehr gemacht. Er hatte nur noch diesen einen letzten in der Truhe. Und den wollte er nicht hergeben. Klar. Den hätte Juri auch gar nicht stehlen wollen, sondern der Gedanke von Juri war, den Krug, den bringe ich jetzt zu dem Altar und dann ist der Fuchs wieder gut gestimmt und dann funktioniert alles. Also gute Intention, schlechte Ausführung, weniger gutes Ergebnis. Ja, es hat auch die gewürfelte 20 ihren Teil dazu beigetragen. Ja. Ja. Aber das wären so die Fragen, die mir am meisten auf der Seele gebrannt hätten. Also auch was es mit Lenka Lenka ist, würde ich vermuten, irgendwie ein Sternengeist, ein Irrwicht, Auch. irgendwas. Also das Abenteuer sagt per Text eigentlich nur, dass alten Waisenkind ist, das da im Wald lebt. Fand die Idee ganz nett, dass es sowas wie die Wiedergeburt der Hexe ist. Ja, das hätte ich auch
Sehr schön, sehr schön. Ja, genau. Das Aber war toll. das markiert auch so ein bisschen die Eckpunkte des Abenteuers, ja. Gut, ja, cool. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Vielen Dank euch beiden fürs Mitspielen. Ja, vielen Dank an alle, die uns hier heute Abend zugeschaut haben oder das später noch auf YouTube tun. Lasst uns gerne Daumen hoch da und vielleicht sogar einen lieben Kommentar, da freue ich mich und anderen sich bestimmt auch besonders drüber. Ja, und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Abend, Mittag, Nacht, morgen, wann auch immer ihr das hier schaut. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.